Der Speed Hunter Showdown ist wieder da. Palm City ist ein weiteres Mal Gastgeber der wichtigsten Rennsportveranstaltung des Staates. Jeden Tag werden tausende begeisterte Fans darauf hoffen, die leistungsstärksten Sportwagen der Welt in Aktion zu erleben. Doch sobald die Sonne untergegangen ist, verwandelt sich die Stadt schnell in deutlich gefährlicheres Terrain. Willkommen in der Welt des Street Racing. Eine Underground-Szene aus Draufgängern und Speedfreaks, die sich ohne Rücksicht auf Verluste über Regeln und Gesetze hinwegsetzen. Verantwortlich für die Bekämpfung dieses Problems ist Lieutenant Frank Mercer vom Palm City PD, Leiter der neu gegründeten High-Speed Task Force. Street Racing hat nichts auf öffentlichen Straßen verloren. Erinnert euch an meine Worte, wenn ihr da draußen seid und bei solchen Aktivitäten mitmachen wollt, denn wir finden euch. Und wenn ihr denkt, dass ihr entkommen könnt, wenn ihr aufs Gas tretet, dann werdet ihr euch wundern. Denn wir greifen hart durch. Wir schnappen jeden von euch. Glaubt mir, vor uns gibt es kein Entkommen. Sprich mit mir, Joe. Wie sieht's aus? Ich komm schon klar. Gut, gib einfach Vollgas. Wie läuft's bei dir, Richie? Das Tempo ist ganz schön heftig, Anna. Wir wussten, was uns erwartet. Hier geht's immerhin um die League. Na los, Jungs, wir schaffen das. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Need for Speed Heat. Wir haben ja schon in Need for Speed Heat Studio ein paar Minütchen verbracht. Da habe ich okay, ja auch schon ein paar... Okay, wir kommen jetzt nach Downtown. Stellt euch auf Ärger ein. Okay, da haben wir... Wir haben Gesellschaft, rechte Seite. Ich hab sie jetzt vor mir, mal sehen, was sie drauf haben. Ja, alles klar. Bei dem Cop läuft auf jeden Fall schon mal. Shit, ich glaube, ich kenne den Cop. Oh, wie süß. Ich mein's ernst, er bedeutet Ärger. Das hier wird ein Hauptgewinn. Ein richtig dicker Fang. Leute, ich komm nicht zum Reden, gell? Wir haben ja in Need for Speed Heat Studio schon ein paar Folgen verbracht. Und ja, jetzt habe auch ich das neueste Need for Speed Game. Ja, du hast gut reden. Ich bin raus. Was zum Teufel? Richie! Ist er gerade echt abgehauen? Okay. Und ja, wir haben hier eben ja schon die Worte von... Sie fahren Richtung Norden durch die Stadt. ...vom Police Officer gehört, der hier... Leiter der Taskforce ist und uns auf jeden Fall wow. Ja gut, vielleicht soll ich auch lesen, was da steht. Lass mich. Ja, einzig verfolge eine Polestar und eine Nissan 350Z. Sie fahren gerade über die Mercy Bridge nach diesem Shores. Der Alte im Scheinwerfer, hier kommen wir nicht! Das kannst doch nur du! Hast du die falsche Nacht ausgesucht? Wir sind hier auf jeden Fall direkt in der Verfolgungsjagd. Wir werden den Vogel nicht los! Überlass das mir! Ja, hier ist auf jeden Fall ordentlich was los. Wir sind gerade Dritter von 6. Und werden von einem Cop gejagt. Jegliche Ausfahrt ist gesperrt. Lass dich nicht aufhalten! Lass uns verschwinden! Gute Idee! Shit! Der Kopf ist noch an mir dran! Anna, ich bin auf der Brücke! Dieser Kopf versucht mich von... Das hat sich nicht gut angehört. Ja. Der Polestar ist ein bisschen kaputt. Ah, shit! Was hast du getan? Das war so ein geiler Wagen! Der Wagen ist weg! Ja, wegen ihm! Nein, Shaw, das geht auf dich! Du wirst dir wünschen, nicht überlebt zu haben. Sowas überlebt keiner. Macht ihr denn hier? Zeigen, wer der Boss ist. Schau. Warte, stopp! Hey, er sagte... Hier sind überall Kameras. Lass es. Ja,
So arbeiten wir jetzt also? Diese Crews müssen's lernen. Wer meine Einheit lächerlich machen will, wird dafür bezahlen. Frank, du weißt, das ist falsch. Eine Botschaft funktioniert nur, wenn du auch einen Boten hast. Du verlässt die Stadt. Wenn wir dich oder einen aus deiner Crew nochmal hier sehen, dann endet ihr wie diese Karre. Kapiert? Steh auf. Erzähl's deinen Freunden. Mir reicht's, Anna. Ich bin raus. Ich gehe zurück nach Ventura und Richie nehme ich mit. Aber wir sind eine Crew. Das waren wir. Jetzt nicht mehr. Was? Willst du jetzt nach Ventura laufen? Yep. Du bist auf dich allein gestellt. Der hat auf jeden Fall große Ziele. Ach ja? Nein, ich klär das. Oh, hey, gib mir eine Sekunde. Komm rein. Bitte noch dran, entschuldige. Ja, brauchst neue Zündkerzen. Ja, alle vier. Was für ein Geräusch? Ah. Ich check die Räder. Das klingt nach einem Lager. So, heute schaff ich's nicht mehr. Und jetzt? Der nächste Teil unseres Interviews mit Lieutenant Frank Mercer. Ja, okay. Dem Mann, der dafür verantwortlich ist, die Stadt. Hör mal, ich habe die Kundschaft also. Problem, der illegalen Straßenrennen okay, zu befreien. Wissen Sie, so wichtig die Verbrechensbekämpfung auch ist, und wir kämpfen, keine Frage. Doch in unserem Job geht es um mehr. Es geht um den Kontakt mit Ihnen da draußen. Wir hören uns Ihre Geschichten und auch Ihre Sorgen an. So erschaffen wir eine bessere Gesellschaft. So erschaffen wir für Sie eine sichere... Sorry, früh am Morgen höre ich mir nicht gern so eine Scheiße an. Alter, ich hasse es, das zu sagen, aber wenn du einen Wagen willst, brauche ich deinen Ausweis. Die Cops bestehen drauf. So, ja, wir sind jetzt hier auf jeden Fall in Palm City angekommen. Die Stadt, in der Need for Speed Heat diesmal spielt, ist ein bisschen an Miami angelegt. Und ja, wir dürfen uns jetzt mal einen Charakter aussuchen. Man kann ihn später auch noch ein bisschen personalisieren auf jeden Fall. Gibt auf jeden Fall ein bisschen Auswahl so, aber ich denke, ich werde mal hier den ganz links nehmen. So. Bist nicht aus der Stadt, hm? Ich bin Lucas. Wie kann ich helfen? Man sagt, deine Karren hätten was drauf. Allerdings. Geht's um den Showdown? Ja, ich bin echt heiß auf die Rennen. Okay. Ehrlich gesagt, in den letzten Tagen war die Nachfrage echt riesig, deshalb ist gerade leerer, aber
Die hier sind noch übrig. Sie sind nicht überragend, aber echt gut. Sieh sie dir an. Vielleicht gefällt dir ja einer. Ja. Wir haben ein bisschen was zur Auswahl hier. Ein Ford Mustang, BMW M3, Nissan, den haben wir, glaube ich, in der ersten Folge aufgetunt, die mittlerweile übrigens über 2000 Aufrufe hat, da nochmal fettes Dankeschön. Und dann noch ein Chevrolet Camaro SS. Ich habe auf jeden Fall für den Camaro auch noch ein Design gemacht. Zwar nicht in einem Video, aber offscreen. Und der ist, glaube ich, von den Werten her bisher am besten. Wobei so ein M3 natürlich auch geil wäre, genauso wie der Mustang. Der Nissan spricht mich jetzt nicht so an. Aber der Camaro sieht ein bisschen aus wie so ein Beast, deshalb nehmen wir den einfach mal und die Werte sind auf jeden Fall ganz gut so. Deshalb. Hey, nein, nein, nein. Das Camaro ist tabu. Wow. Warum steht er da? Okay, es hätte mich auch ein bisschen gewundert, wenn hier so die alle kein Nitro haben und von den Werten nicht so krass sind und dann der Camaro da so kommt. Ja, ist die Frage, M3 oder Ford Mustang? Ich denke, wir nehmen mal den Mustang. Ich habe gerade Bock auf den. Ein amerikanischer Klassiker. Ist das genug Power für dich? Ja, das ist genug Power für mich. Das ist ein guter Wagen. Bin gespannt, wie er sich fährt. Ich kenne ein paar Leute beim Showdown. Kann dir ein paar Rennen klar machen. Und auch gleich überprüfen, ob der Wagen so läuft, wie er soll. Was sagst du? Klingt gut. Okay, heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall direkt unser erstes Rennen. Wohin? Jetzt. Dir stehen mehrere Rennen zur Auswahl. In Downtown gibt's vor allem langgezogene Kurven. In Edenshaws viele Enge. Such dir ein Rennen aus und leg auf der Karte eine Route fest. Okay, hier, das ist also Downtown. Ah, Trophäe erhalten. Hier gibt es also enge Kurven, wie uns gerade eben gesagt wurde, oder? Nee, das war andersrum, kann das sein? Langgezogene Kurven, genau, und hier in Edenshaws gibt es... Ja doch, ich glaube, hier waren die engeren Kurven. Da der Mustang jetzt ja nicht unbedingt so das Kurvenmonster ist, nehmen wir mal hier das. Das sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Die Map ist auf jeden Fall auch ganz ordentlich. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen an Miami angelegt. Aber ist auf jeden Fall ganz nice, finde ich. Ja. Ich würde sagen, okay. Geh es langsam an. Bring den Wagen einfach in einem Stück an den Start. Ja, ja. Sag mal, all diese Trophäen. Bist du ein Racer? Nein, mein Vater war einer. Roberto Rivera, Mr. Clean. Er hat den gelben 67er Camaro selbst wieder aufgebaut und ist damit zum Champion geworden. Von ihm habe ich die Werkstatt. Er war offenbar gut. Ja, ich denke, das war er. Der Showdown ist eine Riesensache. Er ist auf jeden Fall gut fürs Geschäft. Und als Racer kann man eine Menge Geld verdienen. Das könnte ich gerade gut gebrauchen. Genau wie jeder andere in der Stadt. Wir haben momentan auf jeden Fall noch keinen Nitro. Gut, dass der Schaden tagsüber aus ist. Er ist nur nachts aktiviert. Du solltest langsam mal
Karte dem Rennen fahren. Ja, ich bin dabei. Übrigens, wundert euch nicht, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Deshalb, ja. Falls sich meine Stimme anders anhört, wisst ihr Bescheid. Ich muss sagen, ich muss mich mal gerade erstmal an die Steuerung gewöhnen. Aber ist ansonsten auf jeden Fall ganz nice. Und wir sind hier auch schon beim Rennen. Hey Dex, sei nett zu meinem Freund hier. Er fährt den Wagen noch ein. Wenn die Karre von dir ist, kann sie auch gleich geschrottet werden. Fährst du auch mit? Nein, Mann. Ich veranstalte auch Rennen für Anfänger, falls du aus der Übung bist. Ja, ja, du bist lustig, super lustig. Überleg's dir einfach. Ja, der hat auf jeden Fall einen großen Mund. Ja, ich wollte gerade Nitro drücken, aber viel Glück. Wir haben ja noch gar kein Nitro. Alter. Irgendwie ist der gerade direkt. Yep, das Heck kommt auf jeden Fall. Ohne dass ich die Handbremse drücke. Wow! Toller Start! Ja, Leute. Ich muss mit der Steuerung. Oh wow. Die Barrikaden bremsen auf jeden Fall ordentlich ab. Ich muss mit der Steuerung erstmal ein bisschen zurechtkommen. Aber bei den anderen kommt das Heck auch, also naja. Bist du noch da hinten? Ach Mensch. Ja, das wird echt eine enge Nummer. Und so sieht ein Sieg aus. Ja. Dritter Platz ist noch in Ordnung. Ich glaube, du kommst hier klar. War ja auch erstmal nur, um das Auto einzufahren, also von daher passt das auf jeden Fall. Ja, da machen wir nochmal ein Selfie. So. Sieht aus, als würdest du mit dem Wagen gut klarkommen. Pass auf. Joa, mehr oder weniger. Am besten investierst du dein Geld jetzt in ein Nitro-Kit. Ich habe leider keine mehr auf Lager, aber du kannst dir eins im Tuning-Shop holen und ich baue es dir dann ein. Die Sache mit dem Showdown ist die. Um mitzuhalten, musst du deinen Wagen aufrüsten. Und das kostet Geld. Du fährst also Rennen, gewinnst Kohle und kaufst dir Upgrades, um auch größere Rennen mit höheren Preisgeldern gewinnen zu können. Das ist zwar noch nicht alles, aber so viel zu den Basics. Zuerst kaufst du dir jetzt dieses Nitro-Kit. Okay, alles klar. Wenn du bei mir einen Wagen kaufst, ist der Service natürlich inklusive. Es ist völlig egal, wie gut du bist. Selbst der beste Fahrer braucht einen guten Mechaniker. Also dich, was? Hey, du kannst dich gerne allein mit Palm City anlegen. Mit ein bisschen Unterstützung ist es einfach nur leichter. Wenn du zum Tuning Shop fährst, kannst du auch gleich mal beim alten Raceway vorbeischauen. Er ist jetzt stillgelegt, aber früher war da einiges los. Und manchmal, zur richtigen Zeit, ist das auch heute noch so. Er ist geschlossen? Ich dachte, diese Stadt lebt fürs Racing. Ja, aber heute findet alles auf den Straßen statt. Da braucht man kein Raceway mehr. Ja, Leute, ich weiß, ich fahre gerade nicht in die Richtung, denn ich möchte die Folge auf jeden Fall an der Stelle beenden. Und ja, 200 km schafft hier der schöne Mustang auf jeden Fall, wie wir gerade gesehen haben. Und mit Nitro ist das nochmal ein bisschen mehr. Erster Eindruck, Grafik ist auf jeden Fall geil, Steuerung
für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich denke, das hat man schnell drin. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und lasst auch gerne ein Like da, damit ich weiß, dass ihr mehr sehen wollt. Ja. Und ja, dann gehen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall das Nitro-Kit abholen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.